Wir feiern Geburtstag im Jimbo's. Könnt ihr da vielleicht Luftballons hinliefern? Na klar. Ich bin fertig. Ist das alles? Ja. Ein Wort zu den anderen und du bist tot. Ich sag nichts. Danke sehr. Schönen Tag noch. Ebenso. Was geht heute Abend? Roger muss um 10 wieder abhauen. Er kann nur bis 10 bleiben? Er muss arbeiten. Oh, wie verantwortungsvoll. Entschuldigung. Auf Wiederhörnchen! Bis bald, Rian! Jetzt habe ich das Baby erschreckt. Ja, Mann, lass das lieber. Und mich auch. Scheiße, ist ganz schön kalt hier. Heute ist mal wieder Nippeltag. Ich freue mich drauf, Roger zu überraschen. Und ich hoffe, er freut sich dann auch. Und macht nicht zu viele Sexwitze. Oh, ich sehe schon die Ballons. Oh, cool. Hier steigt wohl eine Party. Ich bin extra früh hin, um alles vorzubereiten. Aber die hatten schon alles klargemacht. Also haben wir alle noch was gefuttert und auf die anderen gewartet. Was hast du denn bestellt? Hähnchen-Tortilla und Fajitas mit Schwein. Cool, danke. Tanzst du manchmal zu Musik vorm Spiegel? Und gehst du richtig ab dabei? Ja. Ehrlich? Ja. Ich auch. Wo bleibt denn Roger? Keine Ahnung. Wann ist Feierabend? Jetzt. Alright, tschüss, Danny. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Macht's gut. Und tschüss. War lustig heute. Ja, stimmt. Wie läuft das jetzt? Alle erst duschen und umziehen? Ich habe heute Morgen schon geduscht. Ja, nur umziehen und los. Coole Party. Bist du sauer? Dafür gibt's keine Entschuldigung. Du bringst ihn um, oder? Ich würde ihn am liebsten gar nicht sehen. Wenn er jetzt kommt, muss er gleich wieder los. Das kann ja was werden. Jenny war echt pissig, weil Roger schon vor einer Stunde hätte da sein sollen. Alter, da wäre ich auch pissig und würde wahrscheinlich schon flennen. Sowas macht man nicht und Jenny tut mir total leid. Das wird einfach nur scheiße, wenn er kommt. Zeig ihm, dass du sauer bist. Baby, oder du legst ihn einfach flach. Oh Mann. Den lasse ich nie wieder ran. Jetzt hat er verkackt. Ich sag's dir nur ungern, aber er muss in der Dreiviertelstunde schon wieder gehen. Er ist doch erst eine Stunde 15 zu spät. Es war irgendwie für alle peinlich. Roger, wo bleibst du, Mann? Da kommt die Torte. Sieht voll schön aus. Oh, Roger. Oh, Mann, ist das scheiße. Naja, aber die Idee war geil. Da ist er. Hier ist deine Torte. Ist die für mich? Überraschung! Davon wusste ich gar nichts. Ich hatte ja keine Ahnung. Überraschung! Cool, danke. Wo darf ich mich hinsetzen? Hier? Sorry, ich bin weggepennt. Ist schon scheiße. Wenn du 80 wirst, brauchst du viel Schlaf und verpennst dein ganzes Leben. Du steckst in der Scheiße. Ich weiß, ich bin aufgewacht und dachte, Scheiße. War klar, dass du gerade heute verpennst. Seht ihr? War so klar. Jetzt geht's los. Na, klasse. Jetzt geht's los. Ich hab das hier nur 2 Tage geplant. Es geht wieder los. Und wisst ihr, was das heißt? Dass ich sie nicht liebe, ist doch völlig klar. Und, machen wir jetzt aus einer Mücke einen Elefanten? Ja, die Antwort ist ja. Oder nicht? Die Überraschungsparty war ein Reinfall. Wo sind die anderen? Die kommen noch. Die arbeiten bis 9. Die kommen zu spät zu meinem Geburtstag? Finde ich voll scheiße. Du bist doch zu spät gekommen. Fehlen da nicht noch 40 Kerzen? Wünsch dir was, Alter. Happy Birthday. Happy Birthday, Roger. Ich wünsche mir, dass Jenny aufhört, rumzuzicken. Danke, Schatz. Ist voll lieb von dir. Es lag voll die Spannung in der Luft. Aber auf einer Geburtstagsparty soll es doch lustig sein. Stattdessen haben wir darauf gewartet, dass sich Jenny und Roger jeden Moment an die Kehle gehen. Und sonst so? Nicht sonst. Bist du sauer? Ja, und das mit Recht. Oh, sehr gut. Jenny, ich mache unterhalb der Woche keine Party. Ich arbeite. Wie konnte ich das vergessen? Wenn du jetzt Stress machen willst, hau ich ab. Willst du jetzt Stress machen?
Auf einer Geburtstagsparty ist man gut drauf, spielt mit Ballons und trägt Tütchen. Hier war das anders. Ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Willst du mich jetzt hier echt bloßstellen? Du stellst dich selber bloß. Komm mal klar. Immer wenn Roger sich angegriffen fühlt, mutiert er zum superkrassen Arschloch. Ich kenne ihn ja, aber damit der Abend nicht zum Supergau wird, habe ich versucht, wieder gute Laune zu kriegen. Ich will tanzen. Tanzt du mit mir, Hackbällchen? Los! Das letzte Mal, als wir hier getanzt haben, waren wir Hacke. Ich habe noch nicht einmal getanzt, seit wir hier sind. Aber wenn mein Hackbällchen und ich tanzen, ist die Welt in Ordnung. I feel complete. Du bist voll die sexy Schwangere. Na, hoffentlich. Es wird ein Mädchen. Lorenzos Freundin. Hier, Jenny. Mach du auch mal. Wir wollten, dass Nicole sich nicht so einsam fühlt und haben uns alle einen Ballon unter das Oberteil geschoben und uns schwanger gestellt. Stell dir mal vor, ich hätte ein Mädchen und du einen Jungen. Dann fang mal langsam an. Lass dich schwängern. Mit dem Arschwackeln kann man so jedenfalls vergessen. Schwanger mit dem Arschwackeln ist nicht. Dann mache ich das lieber jetzt nochmal. Reitest du auf dem Bullen? Ich habe gewettet, dass du dich traust. Klar, mache ich. Ich habe mich schon so oft zum Ochsen gemacht, da kann ich mich hier auch auf den Bullen schwingen. Du schaffst das! Los, Ron! Ich habe mir mit Ron schon Zimmer geteilt und weiß, dass bei ihm kein Ritt länger als 30 Sekunden dauert. Das wird also eine kurze Nummer. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Wenigstens traut er sich was. Tja. Mir tun die Eier weh. Ich hatte voll Bock, das Ding zu reiten und mich an seinem Teil festzuhalten. Wie geht das? Zweiter Versuch. Ich kann mich nicht. Das scheiß Horn ist abgebrochen. Typisch, das musste ja mir passieren. Ach du Scheiße! Voll auf die Fresse! Typisch Hackbällchen, den Kopf nach unten und den Arsch nach oben. Weiter so. You go, girl. Sehr gut. Ich hab den Bullen besiegt.